Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spielraum Top 5. Mein Name ist Christoph Wossel, bei mir sind eure Patrick und eure Matthias. Servus. Okay. Matthias, Patrick und Matthias. Ja, Hoheitsform, sehr anständig von dir, und danke. Wir sprechen heute über unsere Top 5 Terrors Beyond Death oder Terrors Jenseits des Todes Karten. Und wie immer ist natürlich viel persönliche Meinung eingeflossen. Wir haben schon 10 Minuten des Videos verschießen vorher, weil wir sehr viel gelacht haben. Aber ich hoffe, es kommt noch ein bisschen davon auf. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der Nummer 5, oder? Ja, also ich habe deine Liste stehen und ich habe das jetzt nochmal... Jetzt haben wir kurz drüber gesprochen, der so... Nein, okay. Ich habe davor schon gesagt, ich habe es jetzt ein bisschen revidiert. Also mein Platz... Er hat gesagt, changed sie on the fly. Genau. Also richtig. Am Kopf vom Chef halt, ne? Ja. Mein Platz 5 ist jetzt, das ist nämlich alles Fake News, offensichtlich, ist Atris Orakel der Halbwahrheiten. Ja, Atris Fake News, geil. Welcher ist das? Der 3-2er? Atris Orakel auf Half-Truth. Na, Fake News, geil, oder? Fake News, geil, voll. Finde ich richtig gut. 3-2. Habe ich auch schon mehrere Decks probiert selber. Genau, wirklich coole Karte. Das 3 für Mendes ist relevant. Immer zwei Karten nehmen. Immer zwei Karten. Fast immer zwei Karten nehmen. Und ja, ist eine echt super solide Karte, die ich echt gern habe. Und ich finde sie halt für Standard. Also, die ist halt nur in Standard gut, aber da finde ich sie echt super. Also. Ich finde die in Highland auch playable eigentlich. Ja, gut, das ist kein Format. Das ist der Legendary, spiel. Gell? Ja, ja, der ist ja. Legendary. Das Bounce mit Karakas, der alle Kartenvorteil. Ja. Also. Ich rede ja gerne über die Karte. Ich habe die oft öfter in Decks drin. Und ich finde einfach, 3-2 ist nicht gut, aber Menace steht drauf. Das macht es um so viel besser. Ja. Und einfach Kartenvorteil. Genau. Entweder genau die Karte nehmen, die man braucht. Der Gegner, die hat, oder Stats sind wurscht, Kartenvorteil. Oder einfach 2 nehmen. Ja, aber kann man für Dreamtroller discarden. Das ist nicht so schlecht. Und für 3-2, mit 3-2 blockt er halt auch sehr solide schon. Das ist, nimmt halt schon viel mit. Das ist echt gut. Wie zum Beispiel Forest vom Gegner. Das ist richtig. Danke, Nissa. Genau. Meine Nummer 5 ist Agonizing Remorse. Das ist eine gute Karte. Die habe ich auch sehr lange überlegt. Karte. Zwei Mana ist die oberste Grenze für einen Discard-Spell, finde ich. Es wäre wesentlich besser, wenn es nur ein Mana kosten würde. Aber hat einfach die zusätzliche Flexibilität, dass du auch Karten aus dem Friedhof weg sein kannst. Urinbäume entfernen. Was? Urinbäume. Ach so, ja. Uro kannst du entfernen, ja. Probiere ich jetzt auch in Highlander Moment aus, also auch in Eternal-Format finde ich es nicht so schlecht. Und wie gesagt, fixt mit diesem Exile-Option auch ein bisschen was so Discard-Spells im Top-Deck-Modus oft genau. Haben, dass sie einfach gar nichts mehr machen. Du ziehst dann Inquisition Turn 6, denkst bitte nicht. Macht gar nichts mehr. Und ich meine, ja, aus dem Friedhof Exile macht jetzt auch nicht immer was, aber die zusätzliche Option und dass du quasi die Karte castest und dann die Hand ziehst und dann erst entscheidest, was du machst, ist auch sehr, sehr gut. Ist auch sehr nice. Ein Leben verlieren, jo. Meine Güte, mein D20, ne? Ja. Wurscht. Mein Platz 5 ist ein Artefakt. Shadowspear. Bin ich immer dafür, dass Artefakte auf solchen Listen stehen? Shadowspear ist meine Erwägung gezogen. Also ich habe Shadowspear in Standard im Sideboard drin. Mhm. Gegen eben Götter. Und es macht sehr viel Spaß, die Götter damit abrüsten. Der große Vorteil daran ist, dass daran du ist? Wir haben den Tintifax die Goschen. Nein. dass du den Effekt von Shadowspear auch benutzen kannst, wenn er nicht ausgerüstet ist, halt auf einer Creature. Ja. This is it all over again. Na, das ist nicht. Und was die Einsatzmöglichkeit noch gut ist, dadurch, dass die Karte so günstig ist und auch zum Equipen, ist sie auch immer noch relevant gegen Mono-Rot oder Lifelink hast. Ja. Ich finde sie auch einfach in älteren Formaten ganz gut. Also ich habe sie in meinem Highlander Deck drin. Ja, in Highlander Deck drin. Eine gute Karte. Eine richtig, richtig gute Karte. Ja. Gut, mein Platz 4 ist Tassas Orakel. Heißt auf Deutsch und Englisch fast gleich. Ist die Betonung vom Orakel ist halt anders. Genau. Darum habe ich jetzt das Deutsch. Ist das die Karte, die gut mit im Dimir Inventor Deck ist? Inventor, ja. Weiß ich nicht. Also ich habe sie... Ich hatte sie ursprünglich auf Platz 5, ich habe sie jetzt abgegradet auf Platz 4 und vielleicht gehört sie sogar auf Platz 3, weil dieses Tassas Orakel macht auch langsam in einem Format, was mir Spaß macht, nämlich auch in Legacy. Und da finde ich es halt sehr interessant, da gibt es jetzt sehr viele Kombos in der Zwischenzeit, die mit Tassas Orakel echt zicke Sachen machen. Dass es in Pioneer Banane ist, haben wir eh schon gesehen, aber ich finde es halt, sehr interessant, dass es immer jetzt auch in Legacy
Decks produziert, die halt wirklich gut sind. Und die Karte halt, glaube ich, noch einiges Luft nach oben. Aber in Legacy ist die Karte ja noch viel stärker, weil du dann deine Combo super gut beschützen kannst. Es ist halt verrückt mit 8 Forces potenziell. Ja. Und es ist einfach ein viel besserer Laboratory Maniac. Funktioniert nicht gleich. Also es gibt schon Unterschiede bei der Karte. Ja. Aber die Haupttatsache, finde ich, ist einfach, du kannst es einfach auch vor der Combo legen und sie hat einen Effekt, der was macht. Genau. Der andere ist halt einfach das ein ist halt, wenn ab dem Zeitpunkt, wo der Effekt am Stack ist und das Viech stirbt, das ist einfach der Riesenunterschied. Ja. Also ich habe in Highlander mit Hermit Druid ein paar Games verloren, wo ich quasi einfach Combo, Empty Library habe und dann versuche mit dem Laboratory Maniac zu gewinnen. Und in Response auf meinen KTC-Effekt wird abgeschossen und ich verliere halt. Und das passierte bei Tarsus Rack einfach nicht. Genau. Ja, das ist schon eine wesentlich bessere Karte. Ja. Mein Platz 4 ist, wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Uro, Titan of Nature's Wrath. Der Urinbaum. Der Urinbaum, wie der Christopher gesagt hat. Mein Bruder, habe ich da gesagt, er spielt diesen Baum. Liebe Grüße an den Vincent. Spielt er den in Highlander? Ey, der Schwede. Sulte. Mega. Finde ich eine richtig großartige Karte. Drei Mann ist ein bisschen überteuert für Growth Spiral, aber du kriegst einfach zusätzlich noch 3 Leben, was ganz nett ist. Und wenn du das im Friedhof ausgräbst, ist er eine Ansage und dass er beim Attacken aus. Letztens habe ich ein Game verloren, weil ich einfach vergessen habe, dass er das auch beim Attacken macht. Und rechne mir so aus, passt ja, ich muss da Jump blocken und dann gewinne ich so das Race und er so Attack, Gain 3 Life und ich so, jo, passt. Herzlichen vergessen, Dank. Dass er das auch macht. Ja. Also ist einfach ein richtiger Orga-Titan. Und die Animation auf Arena ist cool. Schon leiwand. Ja, also, gut. Ist eine wirklich starke Karte. Finde ich gut. Mein Platz 4 ist Heliod Suncrowned. Und ich freue mich immer, wenn Weiß Karten bekommt, die A, an sich gut sind und B, Kombo-Potenzial haben. Weil als... Der Patrick. Ja, ja. Was? Kreaturen? Da schläft am glattes Gesicht an. Nein, aber es ist auch ein Enchantment, also so ist es nicht. Ich finde sehr geil die Ballista-Kombo, auch wenn die bei der letzten Pro-Tour in Phoenix nichts gemacht hat. Davor war sie eigentlich ganz gut. Was? Player-Store. Wurscht. Das halt. Die Karte, ich finde den Standard gut, diese White Winnie Decks, finde ich cool. Das so ein bisschen so mühsam. Ein Meta-Shake-Up auch. Da geht immer Healer's Hawk, Achane Sprite mit Linden und dann Helion. Also geil. Geil. Trigger. Also das ist echt cool. Ich mag Heliod sehr gern. Ich gehe mir dann weg, mir einen Kaffee machen, dann gehe ich was essen, dann komme ich wieder nach so in die Trigger fertig und dann greift es endlich an. Auch in Modern das Company Deck mit Spike Feeder halt. Ja. Eigentlich besser als. Es ist noch besser als mit Ballista und sie spielen auch mittlerweile 4 Heliod, 4 Spike wieder und halt 2 Ballista. Du kannst halt mit Collected Company einfach beide spielen. Findest und beide so und zicke zacke Sache erledigt. Und dann suche ich halt Ballista mit dem schwammigen Werwolf. Flywand, oder? Finde ich super. Coole Karte. Platz 3. Platz 3 ist auch Uro. Also bei mir ist Uro Titan des Zorns der Natur. Titan des Zorns der Natur? Ja. Titan des Zorns der Natur. Na, zumindest der zweite Fall. Deutsch ist so eine schöne Sprache, oder? Schon. Möglicherweise die beste Karte aus dem Set. Ja, Entschuldigung, dazu, ich habe auch den Urinbaum als Nummer 3. Ja. Okay. Ich war so begeistert von dem deutschen Namen, dass ich es vergessen habe zu sagen. Macht halt in Standard sehr viel, macht in Pioneer sehr viel. Ob es in den anderen Formaten noch was macht, schauen wir mal. Im Nif-Mizzet-Deck, im 5-Color-Nif-Mizzet-Deck. In der 5-Color-Nif-Mizzet-Deck macht er was, in Modern auch. Also ist schon eine gute Karte. Ich persönlich bin jetzt. Ja, er ist halt. Es ist halt noch immer eine Kreatur, genau, es ist halt noch immer eine Kreatur. Aber er zieht Karte, das ist schon er wieder auf der Karte. Er macht Leben. Er ist ein Land dazu. Und legen. Er ist davor mal ein Spell. Ja. Also schon, er hat schon. Und er kommt halt immer wieder. Alles ein Spell außer Länder-Patrick. Das stimmt. Also ich finde ihn schon cool und ja, weil er halt möglicherweise die beste Karte aus der Edition ist, wobei es noch eine andere gibt, die sich darum battelt, glaube ich, um den Titel, die bei mir auch noch kommt als nächstes, hat er zumindest seinen Platz 3 verdient. Ja, ich möchte da kurz einschieben, ich habe eh schon genug gesagt über den, aber ich glaube halt, dass die Verwendungsmöglichkeiten in Modern auch da sind für ihn, ja. Weil Sultai in Modern hat ja nicht wirklich eine, wie soll ich sagen, ist ja nicht wirklich präsent. Aber die haben in den letzten beiden Editionen halt wirklich viel Shit dazu bekommen. Und natürlich kannst du den Modern besser den Grave angreifen, aber du kannst den Grave auch besser nutzen. Mhm.
Achso, ich bin noch dran mit Platz 3. Ja. Mein Platz 3 ist Nylea's Intervention. Wird jetzt in sehr wenigen Formaten gespielt, aber in dem einen Format, das mir sehr am Herzen liegt, ist es 3 Mana sucht der Talarian Academy aus seinem Deck oder 4 Mana sucht der Talarian Academy und was auch immer aus deinem Deck. einfach die Möglichkeit, mehrere Non-Basic Länder herauszusuchen, ist eine richtig starke Anwendung der Karte, finde ich. Also Academy und Inventor's Fair holen oder Academy und Untap Land holen oder einfach nur Inventor's Fair holen, was auch immer. Also das finde ich Academy eine Wasteland holen. Ja, besonders gut ist du es kannst auch, dir auch diese anderen 2 Karten-Kombos da holen, eben wo du Bounce Land hast und Dings, wenn du Fast Bounce schon hast zum Beispiel. Ja, mit Fast Bounce ist besonders leibern, ja. Fastbound. Ich höre Fastbound, mir vergeht schon wieder. Saugeil. Ja, der zweite Modus, man kann Flieger abschießen. Ich weiß nicht, ob man das machen möchte. Wobei, ja, man kann so Ventilling-Click und Lingering Souls und so. Delver. Brazen Borer, Ballet mal. Restoration Angel. Ja. Schon geil. Restoration Angel. Ich spiele gerne Baleful Strip. Man ballert, also man ballert schon einiges um auch damit. Ja. Platz 2. Platz 2 ist Bresche in der Unterwelt. Die zweite Karte. Zum Glück habe ich es letztens erst gelesen. Weil sonst würde ich wieder nicht wissen, was er meint. Oh, das ist ein richtig depperter Name. Die zweite Karte, die sich hart battelt um die beste Karte aus dem Set. ich habe ja den ersten Kontakt gehabt und das war auch für mich das Deck, wo ich am ersten Mal gedacht habe, dass es halt Impact haben wird. War Legacy, wo ich halt beim ersten Mal, wo ich Legacy gespielt habe, wo das legal war, gleich 2 Decks gehabt habe, die unterschiedlich gecombot haben, beide das als Hauptcombo hatten, also beide Storm-Decks, also mehr oder minder Storm-Decks. Eine halt wirklich mit Brain Freeze, das andere halt einfach klassischen, also eher ein klassisches Storm-Combo. Also Storm-Combo. Die Brain Freeze-Variante ist bedeutend cooler, finde ich. Ja, die Brain Freeze-Variante ist, glaube ich, auch stärker, aber es sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine saucoole Karte, eben ein Deck in einem Format, das ich sehr cool finde. Es gibt den Pioneer, macht jetzt Wellen, ich glaube, es wird in Mono noch Wellen machen. Es gibt ein Deck in Standard, was das cool macht. Also ist eine Karte, die einfach in vielen Formaten viel Impact hat und ja, ich meine, aus dem Friedhof alles nochmal spielen können und vor allem alles spielen können, was danach hinkommt, ist ja der Designfehler in Wirklichkeit. Weil, dass es halt weitergeht, immer weiter, ist halt Wahnsinn. Normalerweise war es immer so, alles was dein Friedhof ist, kannst du spielen. Alles Neue nicht. Nein, du kannst einfach alles und das Neue auch und überhaupt. Schon ziemlich geil. Okay, meine Nummer 2 ist, finde ich persönlich auch über Uro, ist Tassos Oracle, wir haben schon darüber geredet, ist, wie gesagt, ein viel besserer Laboratory Maniac, dominiert im Moment Pioneer und ja, in Legacy gibt es auch schon Decks damit. Mhm. Ich glaube, dass wir von dem Herrn oder der Dame, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eine Dame. Ich glaube, es ist eine Frau. Ich glaube, es ist eine Frau. Okay, dem Fischwesen. Würdet ihr? Noch viel. Würdet ihr? Noch viel... sehen werden. Okay. Ich glaube, wir haben eh genug drüber gesagt. Braucht man nicht sehr viel mehr. Ich habe die Frage nicht beantwortet. Na gut. Deine Nummer 2. Meine Nummer 2. Und da waren ich war persönlich auch sehr überrascht, dass das nur deine Nummer 2 war. Ist der Bademeister. Da kriegst du von dem irgendwelche lustigen Namen. Es gibt halt immer so englischer Name, deutscher Name, Christophers Name dafür. Das stimmt, wirklich für jede Karte einen anderen Namen. Ja. Dreamtrawler. Es ist ja die Traumfängerin, also es ist die Bademeisterin. Aber warum Bademeister? Weil so live und so eintaucht ins Wasser. Diese Karte. Ist das schon warm genug? Ja, meine Gefühle waren sehr hoch, dann sehr niedrig und jetzt wundervoll. Also ich habe sie die Karte geliebt, dann war ich realistisch, habe gesagt, vielleicht macht die doch nicht so viel Impact. Macht sie schon. Ich habe es damals gesagt, im Control Mirror geht es nur darum, wer resolved Dreamtrawler. Dreamtrawler ist resolved, du gewinnst nicht mehr. Der Gegner gewinnt nicht mehr dagegen. Ja, wollte gerade sagen. Ich Resolve Dream Trawler gewinnt nicht mehr. Hä? Also Dream Trawler ist auch der Grund, warum Blau-Weiß Control in Standard so stark ist. Weil Blau-Weiß Control endlich wieder einen richtig guten Finisher hat. Ja. Der letzte richtig gute Finisher war Dragonlord Ojutai. Ja, stimmt. Das war der richtig. Der war vorher. Ja, der war geil. Aber Dragonlord Ojutai war der letzte richtig, richtig gute Blau-Weiß Finisher. Mhm. Und jetzt gibt es wieder einen, der eben ähnlich ist. Das Kartenziehen ist super gut. Monorot, ab dem Zeitpunkt, wo der erste Dreamtrawler resolved, also connected. Ist vorbei. Vorbei, herzlichen Dank. Außer hat Anax. Mit Embercleave. Ja, haben wir schon drüber geredet. Da haben wir schon drüber geredet. Ein bisschen ausgelassen drüber. Ja, also Dreamtrawler ist eine irrsinnig geile Karte.
macht Spaß, in jedem Blau-Weiß-X-Deck auch zu spielen. Ja. Ist besonders gut mit im blau-weißen Deck, weil du die Möglichkeit hast, mit Thirst for Knowledge Dreamtroller abzuwerfen und mit Elspeth Conqueror's Death wieder zurückzuholen mit einer +1/+1-Marke, was auch nicht so schlecht ist. Also Thirst for, wie heißt das, Meaning oder so? Thirst for Meaning. Mm. Sehr geil. It's a me? It's a you. Na, wir sind bei den Honorable Mentions. Ja, ja. Mhm. Schöner Übergang, du hast es gerade erwähnt. Annex, der Schmiedegestählte. Der hat seine Frau verloren. Wirklich? Ja, nein, es war ja Annex und Chimede. Ja, Dieros. Man weiß. Vielleicht rennt die noch irgendwann mal ab. Genau. Ja, aber wo ist die? Warum hat sie keine Karte? Daheim. Daheim. Schwertschmieden. sehr baff. Sie nach, immer geliebt. Als Annex, der Schmiedegestählte, ist halt, macht Monorot halt. Also hat Monorot und macht Monorot um einiges besser. Man glaubt gar nicht, wie lästig es sein kann, dass diese Fähigkeit, die er drauf hat, mit den 1-1 drauf. Ja, und wie fett der ist. Was ist denn das für Plätze? Ja, und der wird halt schnell 4, 5, 6 Power haben. Gott sei Dank gibt es keinen Chainweller in diesem Format. Ja. Da kannst du nämlich. Ein Triple-Rot-Kreatur wäre halt Banane. Oder halt eine Doppelrot. Es gibt auch keine gescheite Doppelrot-Kreatur in Wirklichkeit. Ja, selber reicht ja. Ne? Ja, aber ich meine, zwei Mana Doppelrot-Kreatur, das ist halt ein Schuss auf zwei. Den Ding spielen sie schon teilweise, diesen Goblin da. Wer ist denn da? Ja, der ist ja schlecht. 2 Mana 2-2. Ja, ja. Sekten für Schock halt, ne? Ja. Also der. Den spielen sie teilweise, ja. Na, na stell dir vor, es gibt einen Ash-Sealer in dem Format. Kannst du dich aufhängen. Ja, ja, genau. Also finde ich eine richtig coole Karte, macht halt Monorot besser, ja. Das passt gut. Eine andere Karte, die finde ich überraschend gut ist dafür, dass sie eigentlich sehr unscheinbar ist, ist Allseide der Lebensfülle. Ja, da bin ich auch sehr überrascht. Diese weiße 1-1er Lifelinke, der sich opfern kann, um eine Kreatur Schutz von einer Farbe geben. Der ist jedes Mal. Oder Enchantment. Der ist jedes Mal, wenn der Resolved, sei es in Draft, sei es in Constructed, jedes Mal, wenn ein Gegner den legt, möchte ich auf dieses Feld mich übergeben. Der ist so lästig. Matrix PC daheim hat schon die da hat so einen Spritschutz, der Bildschirm. Ich sage, ich möchte, ich tue es ja nicht. Weil. Deine Removals sind schlechter, du musst den wegkriegen, damit du was anderes wegkriegst. Du kannst nicht blocken, weil du weißt, dass es ein. Du kannst nicht versuchen zu traden, weil es geht immer in. Wah! Das ist wie Siren Storm Thema. Ja, aber. Es ist einfach eine. Wah! Diese. Genau. So Dauntless Bodyguard Sache ja. Damals. Ja, es ist unglaublich. Und es kostet halt ein Mana selber ein Enchantment, das triggert auch die ganzen Geschichten. Er seid ja auch in diesen Pioneer Enchantment Decks, in diesen Rams Aura, ist das echt eine gute Karte. Das ist ein Deck, das würden wir spielen. Ja. Wenn du was mit Creature spielst, spielst du sowas. Also. Creature-Combo. Unglaublich Combo. Unscheinbar und unglaublich stark einfach. Ja. Und meine letzte Karte in den Honorable Menschen ist eine Karte, die noch gar nichts gemacht hat, aber ich noch immer glaube, dass die was machen wird oder könnte. Mountain. Das ist... in der Geschichte von Magic bis jetzt noch nichts gemacht, aber kommt noch. Glotus, Göttin des Schicksals. Ja. Der rot-weiße, rot-grüne Gott, Drei-Mana-Gott. Achso, der, ja. Ich finde die Fähigkeit echt stark. Ich finde ein Drei-Mana-Gott mit einer guten Fähigkeit relevant, die Turn 2 als Turn 4 was macht, aber die Fähigkeit ist wirklich relevant. Erinnert mich halt ein bisschen an den rot-blauen Gott von früher, der 5-Mana-Gott, Keranos. Und kommt halt viel früher, der muss gar nicht aktiv sein und macht halt trotzdem ständig was. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Legacy was macht, aber bis jetzt habe ich kein Deck gesehen, weder Legacy noch Standard noch Modern. Na, Modern, im Nifemise-Deck ist auch einmal drin. Ja, aber halt so, ja, okay. Ja, aber das Nifemise-Deck ist halt ein Tier-Deck. Auch wenn man es nicht hören will, aber es ist halt ein Tier-Deck. Ja, ist ja auch ein Pioneer, ein gutes Deck, ja. Also ich muss sagen, ich spiele den Havara in Standard, die Havarin. Okay. Ja, Standard. Also zweimal im Yun Sacrifice Deck. Okay. Ganz cool. Im Yun Sacrifice Deck, ja. Also, ich glaube, das Mana machen ist nicht irrelevant, weil es rampt sich halt eine Runde früher in Korwald rein oder in, was ist diese, Zerstöre. Wer ist denn das? A Casualty of War, so. Ja, genau, Casualties of War, dankeschön. Ja. Da das ist auch eine sicke Karte. Ja. Turn früher casten oder zwei, wenn du. Und wenn es halt nicht braucht, das Mana, dann macht es halt einfach Damage. Ja. Und live gehen, also vier Lebenspunkte swingen. Richtig coole Karte. Ich zwei Stück davon, ja, finde ich cool. Meine Honorable Mentions ist einmal Clinch to Dust, secretly eine der besten Karten aus dem Set für Highlander, finde ich. Graveyard Hate, der Karten zieht oder Leben macht und dem du im Late Game dann nochmal spielen kannst und Kartenvorteil generiert, finde ich einfach richtig großartig. Dann habe ich Tassa Deep Dwelling. Die finde ich einfach sau geil. Habe ich in einem Simic Deck, gibt es zwei verschiedene Varianten davon. Einmal so mit Elementals, wo ja, du Risen Reef flickern kannst und den Cavalier Thorns. Und das gibt es in Temo auch, damit du Omnath auch noch spielen kannst.
Das ist geil, ja. Am liebsten muss ich sagen, flicke ich ja Agent of Treachery. Ja, Agent of Treachery flicke ich. Das ist halt das Geilste. Das ist ein Wahnsinn. So, jede Runde ein Permanent vom Gegner. Diese Reanimate-Decks, die spielen alle Reanimate. Also ich habe keine diese Variante mit Reanimate. Mit diesen schwarzen Reanimate-Spells und diesen blau-schwarzen, der Split-Karte. Und der milzt sich am Anfang wie ein Blöder und dann Reanimate auf einmal beide und dann flattert also er schon was und dann bauen sie und flattert. Ja, richtig dann nice. Schon. Und das andere Deck, mit dem ich spiele, also spielt natürlich auch Agent, aber ist mehr so ein bisschen mit Food. Mit der Food-Schiene und spielt den Wicked Wolf. Und du kannst halt dann jede Runde. Ja, du machst ihn halt unendlich groß dann am Schluss. Gegner immer einfach kaputt. Ist auch nice, ja. Ja, du flickerst den drum, ja, du nicht groß. Aber du kannst halt jede Runde irgendwas vom Gegner kaputt schießen, quasi. Ja. Also kleines halt, ne? Ja. Aber das reicht meistens. Und meine letzte Karte ist Polukranos Unchained. Den habe ich in meinem schwarz-grünen Highlander-Deck ausprobiert. Okay. Und war am Anfang nicht sonderlich sold an ihm. Und dann hatte ich ihn einmal am Feld. Und obwohl mein Gegner Karagas hatte, war es so, ist wurscht, kannst halt nie wieder eine Kreatur legen. Ne? Also komplett Banane. 4 Mana, 6-6 ist fett. Und aus dem Friedhof ausgegraben, 6 Mana, 12-12 ist noch wesentlich fetter. Also der ist, das ist eine Ansage, die Karte. Und wenn du genug Mana hast, dass du mit dem kämpfen kannst, ist, ja, der dominiert halt einfach das Board ganz alleine. Finde ich richtig stark. Ja, ich habe zwei Karten, die wurden schon genannt. Einmal Clotis, God of Destiny als Honorable Mention. Ja. Ich finde das eine sehr gute Karte. Ich habe sie im Five Color Nicht Missed Deck gespielt, im Tier 4. Five Color Nicht Missed. Das muss Tier 5 sein. Das Tier 5. Ah. Stimmt, Entschuldige. Die Karte ist richtig gut. Viele Gegner wissen einfach nicht, was sie machen sollen. Soll ich das abrüsten, soll ich es nicht abrüsten? Das ist keine Creature, kann ich nicht passen. Was? Da macht er halt jede Runde was, nicht? Ja. Honorable Mention 2 ist Fake News Guy, Atris Oracle of Half-Truth, haben wir ja schon drüber geredet, braucht man nicht mehr so viel sagen, die Karte ist richtig gut. Und meine dritte Honorable Mention, Staggering Insight. Ja, cool, habe ich auch überlegt. Ein blaues, ein weißes Karte. Enchantment, plus 1, plus 1. Und Lifelink und Karte. Karte. Ja, das ist genau die Karte, die dem Highlander genau. Und nicht hat. Nur das, sondern im Modern Blau-Weiß Boggle Stack, also mit Invisible Stalker, ja. Ist die Karte einfach verrückt. Ja. Wenn du hast Boggle, Turn 2, das drauf, du hast nicht, bumm, und geht schon. Stefan Doppler erzählt immer, spielt den Heroic Blau-Weiß. Ja, hat er mir auch schon erzählt. Mit also mir hat Stefan Doppler erzählt, er spielt das monoblaue Deck von früher mit Weiß für Staggering Insight. Weiß für Staggering Insight, weil du 4 Curious Obsession, 4 Staggering Insight hast. Ja. Und das hört sich auch ziemlich ranzig an zum Dagegenspielen. Ja. Das Deck spielen finde ich sehr, sehr fein, würde ich auch spielen. Das glaube ich, ja. Gut, Platz 1. Mhm. Mein Platz 1 ist die Traumfischerin. Bademeisterin. Die Bademeisterin. Weniger war, also vielleicht ein bisschen überraschend, weil vom Power-Level her waren Karten, die ich bis jetzt hatte, wahrscheinlich höher als die. Ich finde die Traumfischerin insofern ganz cool. Einerseits mag ich sie, weil ich halt eben zuerst Esper Control probiert habe und halt auch ein bisschen das UW Control probiert habe, aber vor allem, es ist eine von genau 3 Kreaturen jetzt, also es ist eine Kreatur, die es in mein Highlander Deck geschafft hat und es ist eine von 3 Kreaturen in mein Highlander Deck. Und ich habe mit dem Highlander in der Variante schon gespielt und hat sich auch da sehr bewährt. Also, wenn's sozusagen in so eine elitäre Riege aufgenommen wird, wobei ich hier Kreaturen eher nicht so schätze, dann hat es zumindest auf Platz 1 auch in meiner Top 5 verdient. Abgesehen davon habe ich sie in dem Full Art Artwork, was auch wirklich sweet ist. Das sieht richtig gut aus. Mein Platz 1 ist, ich glaube, mit Abstand die stärkste Karte aus dem Set, nämlich Underworld Breach. Ein 2-Mana Jagmovswill, der eben nicht nur dieses Problem hat, dieses Problem fixt, dass du die Karten, die du nachher spielst, diesen Effekt haben, sondern vor allem, und das finde ich, ist der größte Designfehler daran, dass die Karten, wenn du sie spielst, nicht ins Exile gehen. Du kannst sondern nochmal machen. Ja, ja, das immer wieder verwenden. Ja. Ja. Also, ich spiele es in Standard in einem Deck, es wird in Pioneer gespielt, in dem Lotus Bridge Deck, es wird in Modern gespielt werden, es wird in Legacy gespielt, ich spiele es in Highlander. Vielleicht kann man es in Vintage auch spielen. Definitiv. Also es ist einfach eine absurde Karte. Es ist einfach ein einmaler günstigeres Jagdmaus-Will mit möglicher Upside. Nur Upside. Also ja. Und Jagdwill ist eine Banane-Karte. Also wie soll diese Karte nicht absurd sein? Ja. Ja. No further comment. Ja, ich würde das gerne jetzt countern, weil meine erste Karte ist Kunoros Hound of Atreus. Und wir haben das vorher langwierig diskutiert, warum. Und die zwei Herrscher haben gesagt, naja, ist eh cool. Und ist eine gute Karte. Ist eine coole Karte, ich habe es auch auf meiner Liste und gehabt. Aber wie gut diese Karte ist, merkt man erst, wenn man es in einem unter Anführungszeichen etablierten Meta spielt.
Weil die Urinbäume sind für den Hugo, deine Underworld Breach ist für den Hugo, Monorot weint, weil der Hund angreift und blockt. Und blockt. Du kannst ihn nicht blocken, weil du Menes, weil du mit deinen Wapplern angreifst. Dann block ich noch deine Wappler und krieg 6 Leben dazu. Oder Anax mit Emoclip. Anax, ja. Anax mit Emoclip ist was anderes. Der Hund ist einfach saustark. Der Hund ist saustark. Der Hund ist in Highlander gut, weil du kannst mit Karakas immer wieder beschützen. Ja. Du wirst das ist aber auch ein bisschen das Problem. Nein? Na gut. Hund kommt, Hund geht. Sag, komm! Hund ist da. Sag, Karakas ist die Hundeklappe. Geil. Also das ist für mich die geilste Karte aus dem Set. Ich habe den in Modern in Sideboards schon hineingegeben, habe ein paar Leute ganz hässlich damit überrascht, weil sie sagen, greif an, sag, ja, passt. Dann greife ich an. Ja, ich block's. Nein, mein Freund, du blockst heute nicht. Heute nicht? Menace. Ja, also die Karte ist, finde auch vom, also wenn die Edition, wenn man die Flavor technisch bewerten müsste, dann wäre das die Karte, die am flavorvollsten überhaupt ist von Artwork, Abilities und Playability. Ja, drei Köpfe, drei Mana, drei Fähigkeiten. Das ist schon sehr rund. Das ist sehr, ich mag ihn auch total gern. Ich habe ihn auch mir überlegt für die Liste und ich verstehe es auch. Das Problem ist, du ist ja noch immer eine Kreatur. Problem ist, er stirbt an Lightning Bolt. Da ist der Lightning Bolt. Genau, da ist der Lightning Bolt. Er ist eine Kreatur und ich glaube, dass abseits von Standard, weiß ich nicht, ob er große Wellen machen werde. Vielleicht den Pioneer, da kann ich mir auch noch cool vorstellen. Aber so in den also Legacy zum Spiel. Nein, Legacy ist ja zu langsam. Legacy ist für mich immer so eine. Drei Mana, ja. Da habe ich schon vor 2 Turns mit Underworld Breach gekombert. Das stimmt. Das stimmt leider, ja. Kann Teil 1 abgehen. Aber in so ein. Also ich glaube, dass der Hund, wenn er sich in Eternal-Formaten durchsetzt, dann in so Death in Texas Decks. Ja, natürlich. So Black White Texas oder sowas. Da passt er gut rein, ja. Ist schon ziemlich geil, wenn du halt hast. Turn, also Turn 1 Weil, Turn 2 Talia, Turn 3 Hund, hahaha. Ha, ha. Ja. Haha, Hund. Ja. Und nein, hast du zu sagen oder lassen wir das mit dem guten Hund beenden? Drei Leute, drei Mana. Drei Köpfe. Drei Abilities. Drei Stunden geredet. Nicht ganz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich könnt ihr wie immer liken, subscriben, kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Könnt unserem Instagram-Channel folgen und natürlich auch das Glockensymbol anklicken, um durchgehend jederzeit informiert zu sein, falls ein neues Video rauskommt. Ja, und im Spielraum in Wien könnt ihr uns auch immer wieder einmal antreffen. Jawohl. Ansonsten wünsche mir eine schöne Woche, einen schönen Tag, gute Nacht, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, Opa. Wunderbar. Gute Nacht, das Video kommt um 7 in der Früh raus. Ja, kann man sich nochmal schlafen legen. Stimmt. Vielleicht hat wer Schichtdienst.